Wer hat die Anfangssaison gedacht, dass der Spitzenkampf der Super League St. Gallen gegen Basel heisst? Weniger natürlich wegen Basel, immerhin der Meister, sondern viel mehr wegen dem überraschend starken Aufsteiger. Und die St. Galler sind bis jetzt in dieser Saison umgeschlagen. Dementsprechend gross ist die Euphorie in der Ostschweiz. Die Fans danken der Mannschaft die starken Auftritt mit vollen Rängen. Und auch heute gegen Basel heisst St. Galler auf eine berühmte starke 12. Mann können zählen. Apropos starker Mann, den hat der FC Basel auch wieder erzielt zu den ersten 11. Alex Frey ist zurück, 3 Spieler hat er zuschauen müssen. Beckenprellung, heute steht er in der Startformation, dafür fehlt Heiko Vogel, heute Marco Streller, der kämpft mit muskulärem Problem. Auf 4 Positionen hat Vogel umgestellt und das neue Ensemble zeigt Startschwierigkeiten, St. Gallen auf alle Fälle mit großem Elan. Über rechts, das ist Mattis. Und Kovac kann da noch den Fuß hinhalten. Cavusevic wäre hinter ihm einschussbereit gewesen. St. Gallen also ganz flott unterwegs. Der Meister dagegen eher mit Berner Groove, so in Form von Numenitz gesprengt. 10 Minuten sind um, noch kein Torschuss von Blau-Rot. Dann Stocker. Klasse auf Sua. 1-0. Mit dem ersten Torschuss, was heißt hier Torschuss, das war ein Torknaller. Sua malträtiert hier geradezu die Querlatte, bin mir sicher, dass da eine Delle zurückbleibt an der Querlatte. 1-0 FCB, erster Schuss, erstes Tor und das erste Saisontor von Sua war es auch noch. Jeff Saibene bedient, der steht ja sonst immer an der Linie vorne, aber der Rückstand hat aufs Gemüt geschlagen. Saibene hat sich hingesetzt und auf dem Platz braucht der FCSG ein paar Minuten, um sich neu zu formieren. Pamodou. Ja, der versucht es einfach mal ab durch die Mitte, Pamodou. Und auch wenn er hier das Tor nicht trifft, so ist die Szene beispielhaft, denn FC St. Gallen spielt immer wieder ganz gefährlich nah an den Strafraum heran. Einfach im Abschluss, da will es nicht. Vogel ist nicht zufrieden. Und er hat guten Grund dafür. Grün-Weiß hat deutlich mehr Ballbesitz. Wieder Pamodou. Oh, Mattis, komm nicht dran, Cavusevic. Und der reklamiert Handspiel. Und ich sag's Ihnen, da hat er recht. Achten Sie mal auf Kovacs Verhalten. Der Ball von Cavusevic kommt aus kurzer Distanz. Aber Kovac macht die Bewegung zum Ball mit der Hand, reflexartig. Aber das tut nichts zur Sache. Warum hat Studer hier nicht gepfiffen? Ganz einfach, weil er es nicht gesehen hat. Denn hier erklärt der Cavusevic, der Ball sei an den Oberarm geprallt. Nö, das stimmt nicht. Nachweislich sogar. Und trotz alledem, Basel führt zur Pause 1-0. Mittlerweile sorgt Petrus für Stimmung. Bratwurst City wird ordentlich durchgekerchert. Ich habe schon immer gesagt, Vorsicht bei der Platzwahl. Salah kommt der Regen überhaupt nicht entgegen. Mohamed Salah muss nach 50 Minuten unvermittelt raus. Oberschenkelverletzung. Basel dezimiert, weil Salahs Ersatz noch nicht bereitsteht. Mattis. Cavusevic. Immer noch Cavusevic. Tor, Ausgleich. 1-1. Das dritte Saisontor des Slowenen. Der hat letzte Saison noch für Wiel Tore geschossen. Ein klasse Konter. Mattis für Cavusevic. Vorsatz ungelenkt. Dragovic kommt zu spät. Und Sommer bleibt keine Abwehrchance. Nach 51 Minuten ist der Gleichstand wieder hergestellt. Und wie schon gegen Cluj geht nach dem Rückschlag bei Basel nichts mehr. Grün-Weiß macht Dampf. Scarione! Die nächste Schrecksekunde für den FCB. Da flutscht der Ball Sommer quasi durch die Hände durch und trödelt dann am Pfosten vorbei. St. Gallen jetzt in seiner stärksten Phase. Und just in dieser Phase kommt der FC Basel zu diesem Gegenangriff. Das ist Stocker. Der wird gefault. Freistoß. Gibt's für den FC Basel. Das passt Saibene natürlich gar nicht, denn der Freistoß unvermittelt vor der eigenen Scheune platziert. 23 Meter. Alex Freidistanz. Frei. Pfosten. Und Lopper hat den Ball dahin gelenkt. Wie eine Katze ist er dem Ball nachgesprungen. Glück jetzt für den FC St. Gallen. Das Spiel wippt hin und her. Mario Mutsch. Regazzoni stark gemacht. Regazzoni, Tor! 2-1 für den Aufsteiger. Und jetzt ist Regazzoni nicht mehr zu halten. Die Arena wird zum Tollhaus.
19.000 flippen aus. Und hier nochmal das Tor. Der lange Ball von Mutsch. Und klasse, wie Regazzoni den Körper einsetzt und nicht lange faktet. Das gibt dem einstigen Knipser Mumm. Seit März hat Regazzoni nämlich nicht mehr getroffen. Gegen Cluj nach 60 Minuten auseinandergebrochen. Jetzt gegen St. Gallen einen Vorsprung verspielt. Heiko Vogel hat allen Grund, nervös zu wirken. Aber noch ist's ja nicht vorbei. Fehler von Pamodou, das ist frei. Dann Stocker, ein Fall, ein Pfiff und die gelbe Karte für Stocker. Schwalbe, Stocker versteht die Welt nicht mehr und wir spielen ein bisschen CSI St. Gallen. Also, Stocker vor Mutsch, aber ein Schubsen ist da nicht zu erkennen. Und auch aus der Perspektive nicht, keine Schubser zu erkennen, also war es auch kein Foul. Basel wirft nun alles nach vorne. Hinten steht dafür alles offen. Klasse Ball auf Etundi, auf und davon, Etundi, die Entscheidung! Nein! Fahrlässig vergeben vom Kameruner. Basel will wechseln, derweil wird der Eckball aber ausgeführt. Der Befreiungsschlag. Montando, eine Kerze und diese Kerze wird zu ganz gefährlichen Ball. Sommer, haben Sie das gehört? Genau, der Ball ist an die Latte geklatscht, hier gut zu sehen. St. Gallen in Ekstase. Etundi. Etundi. Dann Natter. Scarione. Um Himmels Willen. So viele Chancen kann man eigentlich gar nicht vergeben. Scarione ganz allein und das in der Nachspielzeit. Saibene klitsche nass. Der edle Zwirn ruiniert. Die Nerven angespannt. Und dann die Erlösung. Schlusspfiff. Aus. Vorbei. St. Gallen, der Aufsteiger, schlägt im Spitzenkampf den Meister. 2:1 und dieser Sieg ist sowas von verdient. St. Gallen war besser engagiert und auch torgefährlich. Und St. Gallen bleibt trotzdem bodenständig. Ich glaube, wir haben ein großes Herz und wir laufen, wir kämpfen alle zusammen. Aber wir haben auch Qualität in Mannschaft und das ist die Wichtige. Und ich habe gesagt, mit dieser Stimmung in St. Gallen, mit unseren Supportern, wirklich wunderschön Spiel hier in St. Gallen. Aber jetzt wir müssen, wie ich habe gesagt, mit Fuß im Boden bleiben, weil die Saison ist noch lange. Beim FC Basel klingt das schon etwas anders. Wir haben es ein bisschen verpasst nach 30 Minuten, die glaub, ganz okay waren, ja, ein bisschen zu cleverer spielen. Und dann sind wir wieder durch individuelle Fehler, ähnlich wie schon gegen Cluj, sind wir dann halt in die Rücklage gekommen. Am Schluss haben wir es probiert und ja, im Moment ist es halt einfach nicht so, dass es das Glück ein bisschen holt. So. Der Meistertrainer gratuliert dem Aufstiegstrainer. Basel steckt in einer Mini-Krise, St. Gallen dagegen überrascht weiterhin ungeschlagen die Liga.